Totaler Terror, ey. Der Nachbar war, glaube ich, bis 4 Uhr oder nach 4 Uhr wach und hat da sein Computerspiel gespielt. Und nachts ist es halt so ruhig, da kann man jedes einzelne Wort durch die Wand verstehen. Ja, heute Morgen natürlich keine Laubbläser, aber die arbeiten hier beim unteren Nachbar ging weiter mit dieser Steinsäge oder was weiß ich, was die da machen. Furchtbar. Kalt ist es auch gewesen die Nacht. Kommende Nacht wird es, glaube ich, 4 Grad. Hey Google, Temperature outside. Ja, 19 Grad haben wir es draußen. Es hört sich zwar warm an, ist es aber nicht. So, wir fliehen vor dem Terror hier. Genau vor unserer Wohnung hier. Sägen die an dem verfluchten Marmorraum den ganzen Tag. Und ja, ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber es ist Samstag Nachmittag. Und so wie ich USA kenne, geht das morgen genauso weiter, am Sonntag. Denn heilig ist denen hier ja nicht wirklich was. Boah, war das nervig. Und natürlich musste ich wieder den ganzen Angelkram aus meinem Auto räumen und die Fahrräder wieder reinpacken. Schon ziemlich spät, 20 vor 4, in etwas über einer Stunde geht die Sonne unter. Und wir haben ja noch einiges zu radeln, bis wir dann am Reservoir oder am See sind. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie klappt oder nicht. Das ist ja mehr oder weniger nur ein Test. Und dann, wie wir dann vom See wieder zurück zum Auto kommen in der Dunkelheit, ist natürlich dann auch nochmal eine andere Frage. Ja, dieses Woodward-Reservoir ist echt abgeschottet wie Hulle. Also der Parkplatz, den wir da uns ausgeguckt hatten an dem Grill, also von da aus dahin zu fahren mit dem Fahrrad, das ist ganz schön tricky an der Hauptstraße entlang. Von daher haben wir uns das erstmal gespart. Jetzt fahren wir einmal drumherum und checken mal Parkplätze aus. Das sieht nicht gut aus. Überall Schilder, no parking, no parking und trespassing. Das Reservoir ist right there. Ja, yeah, no trespassing. Ja, ist nicht gut. Und die Ranger sind auch unterwegs, das haben wir auch gesehen, hinterm Tor. So, das war mal ein Ausflug für die Katz. Fahrradfahren waren wir nicht. Aber immerhin wissen wir, dass ich jetzt eigentlich ursprünglich ein anderes Reservoir meinte. Und also da ist auch kaum Wasser drin. Da waren kaum Leute. Also irgendwie war das ganz komisch. Ich muss nochmal gucken, ob das nicht das Tourlock-Reservoir war, was ich so im Hinterkopf hatte. Wo man etwas näher parken kann und dann mit dem Fahrrad reinfahren. So, auf dem Heimweg sind wir hier bei dieser komischen Kirche, also um die Ecke. Und da ist unser Orangenbaum. Voller Orangen. Ich weiß nicht, ob die schon so weit sind, aber die da oben, die sind auf jeden Fall ziemlich orange. Die Lehrerin, die checkt jetzt mal ein paar Orangen. Und wenn man die nicht essen kann, auf jeden Fall auspressen. Die sehen, der Baum ist wirklich voll. Nice. So, wir zu Hause. Um 5, kurz nach 5. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob die Orange schon reif genug ist, damit wir später mit unserem Pflücker zurückkehren können, wenn es noch ein bisschen dunkler ist und da ist in irgendeiner Veranstaltung bei der Kirche. Und dann sind viele Leute unterwegs. Muss ja nicht sein. Dann kämen wir nachher nochmal zurück, um zumindest die Sonnenseite des Baumes abzupflücken. Denn ich erinnere mich noch sehr stark daran vor einem Jahr, wie lecker der Orangensaft war. Unser Vitamin-C-Schub im Winter kann nicht schaden.